Ich komme aus einer Südtiroler Bergsteiger-Gegend oder aus einem Bergtal. Im Grunde bin ich ein Bergbauer, obwohl ein Lehrerkind, aber aufgewachsen in einer Bergbauerngegend. Und das ist meine Basis, das heißt, ich habe die Welt als Kind erlebt, die eine Selbstversorgerwelt war und wo die Berge sehr eng um diese Bergbauern herumstanden. Und meine erste Leidenschaft war das Felsklettern. Vermutlich, ich bin nicht mein eigener Psychotherapeut oder Psychologe, darauf zurückzuführen, dass wir in diesem Tal keine andere Möglichkeit hatten, uns auszudrücken, wenn ich uns sage, meine ich alle Kinder, die da gelebt haben, als das Klettern. Es gab kein Schwimmbad, es gab keinen Fußballplatz, also sind wir in die Felsen gestiegen, die im Talhintergrund aufragen und sind dort geklettert. Und ich habe das dann langsam zu einer Leidenschaft entwickelt, ganz naiv, bin Schule gegangen, bin klettern gegangen, bin immer schwieriger geklettert und war mit 20 in der Lage, die schwierigsten Klettertouren der Alpen zu machen. Und damit kam ich natürlich in eine Szene hinein, eine Kletterszene. Und habe natürlich mich auch bemüht, besser zu klettern, besser als andere zu klettern, Kreativität zu entwickeln und eben neue Zugänge zu den Klettertouren zu finden. Und mit 25 war ich in der Lage, im Grunde die schwierigsten Touren der Alpen solo ohne Seil zu klettern und habe mich dabei recht wohl gefühlt. Das war kein Grund, die Alpen zu verlassen. Ich habe damals studiert, Hoch- und Tiefbau studiert, aber nur halbherzig. Meine Leidenschaft war das Felsklettern. Und mit der ersten Expedition in den Himalaya, und das ist ein Schlüsselmoment, mit 25 zur höchsten Steilwand der Erde, also es geht um eine größere Dimension, auf größerer Höhe, 8000er, ist eine Tragödie passiert. Mein Bruder ist ums Leben gekommen, ich habe mir die Zähne erfroren. Und damit wurde erstens einmal klar, die ganze Geschichte, die wir da machen, ist nicht nur pseudo-gefährlich, sondern real gefährlich. Das Leben ist begrenzt. Was immer wir tun, wir leben nicht ewig. Und mit der Erkenntnis, dass das Leben begrenzt ist, wurde mir auch klar, dass es gilt, Entscheidungen zu treffen. Man kann nicht alles machen, sondern A oder B oder C. Und ich habe damals angefangen, sehr viel